Herzlich willkommen bei Need for Speed Revivals. Das ist die Let's Play von PlayStation Legende. So, das ist das Anfang von Need for Speed Revivals. Wir sind ungebunden. Klein. Ohne Fesseln. Wir überschreiten Grenzen in den stärksten Wagen, für die wir nichts bezahlen. Wir fahren, wohin wir wollen, wann wir wollen und wie schnell wir wollen. Du nennst uns Gangster, aber tief im Inneren brauchst du uns. Wir sind das Gesetz. Man kann den Teufel nicht mit Engeln fahren. Bei Revival geht es ganz Kopf ausfahren und Razor. Ich bin nicht wie du. Ich bin das Leben, das du fürchtest. Du schlägst. Ich bin Macht. Ich bin die Reality Show. Der Hauptdarsteller. Die 15 Minuten, die du nie haben wirst. Du willst wissen, warum ich das tue? Ich will wissen, was ich will. Wir sind das Problem. Ich werde dich. Wir sind der Schatten, den du nicht los. Wir werden dich. Wir werden nicht noch mehr. Wir sind wie bei dir. Wir werden zerstören. Wir haben euch irgendwie hier. Du bist mein Rival. Das ist mein heute mein erstes Mal, dass ich Revival spiele. Willkommen bei Need for Speed Rivals. Bevor wir dich auf Retro County loslassen, erklären wir einige Grundlagen. Wähle Cop oder Racer, um das Training zu starten. Natürlich nehmen wir mal Racer. Das ist eins deiner Verstecke. Du findest sie in ganz Retro County. Wir sind der einzige Ort, an dem du vor den Cops sicher bist. Hier findest du alles, was du brauchst, um es mit deinem Rivalen aufzunehmen. Das ist der erste. Das Zentrum deiner Rivalität. Hier kannst du auch ständig wechseln und sehen, die deinen Farbfehler sprechen, wählen. Da du gerade erst anfängst, ist die Aufgabe etwas zu gern. Wenn du das Training abgeschlossen hast, kannst du aus mehreren Speedlists wählen und so den Spielverlauf selbst bestimmen. So, das ist. Der Weg ist gleichzeitig auf Garage und Werkstatt. Wähle Wagen, Verfolgungstechnologien, Personalisierungsoptionen und Leistungsableiter. Geh dich in Ruhe um, danach geht's auf die Straße. Das ist die erste Wagen, der Porsche-Wagen. Es kommen noch mehrere, dafür müsst ihr die Speedlist machen. Das sind nur die Trainingseinheiten, das ist schon ganz einfach. Du beginnst mit freier Fahrt, rechts auf dem Bildschirm, wie du die vorher ausgewählte Ziele. Erfülle die Ziele, um dein Training abzuschließen. Lege eine Route zu einem Zielpunkt fest, indem du die Karte aufrufst oder oben links im Bildschirm Easy Drive auswählst. Los geht's. Um ein Rennen zu starten, fahre einfach vom Startpunkt und drücke die Taste. Du kannst ein Event jederzeit starten, sogar wenn du von den Cops verfolgt wirst. Achte nur darauf, langsam zu fahren und nicht am Start vorbeizuwarten. Du kannst auch Kopf-an-Kopf-Rennen starten, indem du an einen anderen Fahrer heranfährst und dieselbe Taste drückst. Ist jetzt 37 oder 30 das für besser? Gewiss hat jeder auch da andere Idee.
Macht's gut. So, das war eine Werkstatt. Da können Sie euch Wagen reparieren. So. So, Warnungsstufe. Immer besser, wenn es am Versteck raus, weil wenn es am Versteck ist, bist du sicherer. Beim Versteck kannst du immer gut. Die Druckanzeige unten auf dem Bildschirm zeigt deinen Fortschritt an. Hol der Kopf während dieser Druck auf. Also, jetzt muss das so lang vorbei. Das ist nicht gut. Wir wollen immer gewinnen. Da kennen wir ja von Need for Speed. Immer gewinnen ist besser.
So, das war mal Weltaffen. Nächste Folge wird sehr cool.